Leute, ich glaube, ich bin gerade der kranksten Multiteam-Lobby der Welt gejoint. Und zwar absolut random. Es ist leider nur Team Deathmatch. Bitte, bitte, sag, dass das Lobbybild nicht gelogen hat. Ja, Tryhard Point. Ja, egal, komm. Scheiß drauf, wir spielen. Tryhard Point wird halt natürlich krass abfacken. Egal, komm, packen jetzt Elsat aus. Gib ihm. Okay, Leute, ja. Herzlich willkommen zur nächsten Folge RTC. Etwas merkwürdiger Start vielleicht. Ich muss mich jetzt auch selber erstmal hier zurechtfinden. Ja, das kann natürlich so ein laggender Server sein. Ich habe euch ja schon mal erzählt von den fünf Säulen, auf denen ein gutes Gameplay im Multiteam steht. Und eins davon ist dann leider die Verbindung. Eine Säule, die sehr oft zerbricht. Weil man eben auf einer schlechten Leitung sehr große Probleme hat, gutes Gameplay zu machen. Den Typen. Also ihr habt ja gesehen, wie die Schüsse gerade connected sind. Oder besser gesagt, wie sie nicht connected sind. Da habe ich zum Glück auf die, lol, Minimap geschaut, sonst wäre ich jetzt hier direkt dran gewesen. So, okay, come on, Marcello. Er ist ein Ehrenmann. Nur er darf mir jetzt keinen Turn-on verpassen. Ah, er lebt noch. Ja, den habe ich mir verdient. Okay, komm, hier ist Nachladen ganz schlecht. Okay, egal, wir müssen jetzt hier durchziehen. Die feindliche Drohne nähert sich. Tryhard Point ist da hinten. Boah, sind die Schüsse lächerlich spät connected. Okay, Drohne Konter. Nein. Ja, wisst ihr, was das Problem war? Ich habe den Sniper-Schuss gehört und wollte mich. Ach, der Sniper hat mich sogar geholt, alles klar. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann wäre es eh egal gewesen, ob der vor mir gekommen wäre oder nicht. Ja, ich würde mich einfach jetzt gerade sehr freuen. Ich will nicht viel im Leben, wisst ihr? Mich würde es einfach freuen, wenn diese Lobby jetzt noch eine Runde Stellung für mich bereit hätte und ich Host werde vielleicht. Und vielleicht noch ein Big Mac und Pommes mit Mayo. Ganz wichtig, Leute. Ich hoffe, ihr seid keine Ketchup-Esser, sondern wahre Mayo-Fans. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie esst ihr eure Pommes. Ich kann halt diese, also Ketchup-Menschen konnte ich jetzt nie wirklich verstehen, muss ich ehrlich sagen. War nie so richtig meins. Und wir laden erstmal schön nach. Die Runde fängt natürlich ganz nice an, aber wisst ihr, das Ding ist, es bringt auch alles nichts, wenn es keine Stellung ist. Ah, er weiß das natürlich, dass ich hier bin. Okay, Ehrenmann. Daher, komm her. Er will mich challengen. Sehr gut. Komm her, Bruder. Als ob du jetzt hier kommst. Ja, einer hier, einer da wahrscheinlich. Da oder da? Da? Da. Oh, der Obi war crispy clean, Freunde. Nein, 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 nein. So easy holst du mich jetzt nicht. Okay, vielleicht wird es ja die erste Nuklear, die langsamste Nuklear der Welt. Wobei, da muss ich jetzt schon fast alle Kills machen. Lad mal nach, Digga. Aha. Oh, er hat so den Hack angemacht. Ach du Scheiße. Habt ihr gesehen, wie er mich gewallbangt hat? Der Ehrenmann. Tryhard Point, du Opfer, Digga. Oh nein. Oh nein, Alter. Habt ihr gesehen, wie er durch die Wand geschossen hat? Wie kann man so schlecht sein, wenn man hackt? Das werde ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben werde ich das niemals verstehen. Guck mal. Er sieht mich auch dauerhaft auf der Minimap. Ah, Team hat auch Orbi. Ja, die Lobby hätte man halt schon genießen können. Egal, komm, wir ziehen das jetzt durch. Wir haben wenigstens Level aufgestiegen. Geil. Ja. Es war halt im Loadscreen eine sehr schöne Lobby. Mein spanischer Freund und ich. Oder ich weiß nicht, ob das der Typ Spanier ist, aber der Name hat mich irgendwie an Spanisch erinnert. Wir regeln das schon. Guck mal, wie er da hinten hackt am Brunnen. Aber Teammate nimmt ihm die Ehre. Jetzt hat er auch gequittet. Wow. Wow. Geil, jetzt haben wir noch 46 Kills gegen eine Person. Ah, wer kriegt's? Ich oder du? Ich. Boah. Drohne. Mann, das ist halt so. Dann quitte wenigstens, Digga. Komm. Oh, habe ich nicht gesagt, Freunde. Splitscreener kommen rein. Oh, meine Nase juckt schon wieder. Ich nehme immer noch direkt auf nach der Folge gestern. Vielleicht erinnert ihr euch, die Folge gestern war extrem merkwürdig. Okay, Splitscreener, okay, Prestige Master. Das heißt merkwürdig, aber ich sag mal so, die Lobbys sind halt unfassbar. Oh ja, solche will ich hier. Genau solche wie euch beiden. Konterdrohne. Nochmal hier spawnen vielleicht. Auf entspannter Basis. Na? Ja. Soll es die PDW sein von da hinten? Teammate hat ihn.
Okay, also die können schon mal gerne drin bleiben, Freunde. Und ich bräuchte halt noch. Wobei, nee, wisst ihr was? Lieber jetzt 2 Bar. Wahrscheinlich bin ich in der Army-Lobby gejoint. Lieber jetzt 2 Bar. Und dafür finde ich ganz gute Gegner. Als dass ich jetzt Host werde. Okay, ich glaube, es ist links von mir. Ich weiß nicht. Und dass ich dann so eine richtige Scheiß-Lobby habe. Mit deutschen Tryhards. Ah, oh, lul. Okay, er hat ihn einfach geholt. Aha. Ja, oh. War das krank lächerlich. Ich meine, ich habe schon einen Hacker rausgeekelt. Na, bitteschön. Orbital Reset. Ja. Also jetzt ist die Lobby wirklich nice. Nur dass Tryhard Point wieder reinkommt, der wahrscheinlich denkt, ich bin nicht ich. Also die Lobby ist jetzt wirklich richtig, richtig schön. Ja, skrupellos. Das ist so eine Einmal-im-Leben-Lobby geworden. Ja, jetzt sind die wieder gequittet, Mann. Als ob der Hacker spielt doch jetzt nicht wirklich die Lobby. Das kann er mir nicht antun. So. 31 zu 2 auf ganz entspannt. Hier hätte man echt easy nuklear machen können. Diesen einen Tod hätte ich einfach nicht bekommen sollen. Der Hacker, guck mal, der Hacker. Guckt euch, er wird sich so umdrehen. Ah, okay, das ist er nicht. Nevermind. Wir haben wieder Orbi. Ich habe meinen Teammate besser, Mann. Ah, er ist rausgegangen, okay. Alter, meine Nase, das ist ja kriminell, wie die juckt. Ich mein's ernst. Danke. Hallöchen. Teammate denkt sich auch, ah, dieser Deutsche klaut mir alle Kills. Tut mir leid, Digga. Komm, wir zocken mal, dass einer von denen überlebt. Okay. Okay. Mein Noob-Teammate gibt beiden. Er steht 4. Er stand zu dem Zeitpunkt 2 zu 10. Und er holt beide mit der B23R. Das sind so Stories, die kannst du dir nicht ausdenken. Ich werde dich so anspringen, Bruder. Hello. Ja, auch nochmal ein Orbi hier. Komm, spawn. Okay, ich warte jetzt hier, weil der wird ihn jetzt eh holen. Brauche ich nicht rüberlaufen, dann kriege ich vielleicht noch einen Spawn hier. Guck mal, der Fire Princess und hier, der hier, die gefallen mir. Aber mein Teammate ist ganz gut. Spawn in 3, 2, 1. Mann, solche Gegner bräuchte man öfter. Wie schön wäre das Leben? Er wirft hier einen Nade. Oh, was veraimt. Ach, oh nein. Teammate, bitte guck dir die Killcam nicht an. Wäre ganz nice, wenn du sie dir nicht anschaust. Okay, 18er Quote auf ganz Chillo Millo, würde ich sagen. Kann man mitnehmen. Wie Diebesgut im Einzelhandel, wie ich immer so schön sage. Ah, Leute, wie sieht es eigentlich bei euch gerade aus? Ich hoffe, bei euch sieht es auch schön aus. Killcam brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht zu gucken. Ach, da ist ja auch schon vorbei. Ach, das ging ja schnell. Sehr gut. Na gut, 18er KD auf 2 Bar. Jetzt bin ich mal gespannt, in was für einer Lobby befinde ich mich hier. Ist das eine EU-Lobby oder nicht? Okay. Unnachgiebig. Guck mal, was bist du für ein Landsmann? Lateinamerika. Bitte nicht, Abschuss bestätigt auf Drone. Das könnt ihr mir nicht antun, bitte nicht. Die Lobby ist so schön. Egal, egal, dann spielen wir das. Nein. Tryhard. Ich krieg den Noobs ins Team. Die denken sich jetzt auch, so eine Lobby haben die seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen und ich verliere sie. Oh. Ja, was will ich machen? Ich muss die Lobby aufgeben. Dafür ist der Modus nicht perfekt, um jetzt gegen die Triads zu kämpfen. Jetzt bin ich mal gespannt, woher kamen die jetzt hier? Welches Land? Ich war wirklich in der Lateinamerika-Lobby. Meine Fresse. Ich hab's irgendwie. Jetzt, wenn ich jetzt wieder suche, zeige ich euch mal, was für Lobbys ich jetzt komme. Jetzt komme ich hundertprozentig nicht mehr in diese Lobby. Wisst ihr, wie schwer das ist, ohne Tricks in so eine Lateinamerika-Lobby zu kommen? Ich kenne nicht mal einen. Ich konnte nicht mal einem nachjoinen oder so. Boah, Belastung. Das ist gerade eine Belastung für mein Herz. Ich meine, die Runde war nice so. Das ist gerade wirklich eine Belastung für mein Herz. Ja, gucken wir nochmal eine Runde TDM rein. Für mehr wird es nicht reichen. War so eine Lobby definitiv nicht. Carrier ist die gleiche Lobby. Boah, Leute, die Lobby, habt ihr sie gesehen, wie wunderschön sie gerade aussah?
Ich habe auch einen Kommentar, aber wirklich nur einen von irgendwie mehreren tausend Kommentaren unter den Folgen gelesen, wo jemand geschrieben hat, bitte spiel alle Lobbys und so. Aber das mache ich nicht, weil die Oldschooler von euch wissen, das bringt in COD nichts. Wenn ich gegen Gute spielen will, dann spiele ich Competitive. Wenn ich Public spiele, will ich ein geiles Gameplay spielen. Ja, das ist auch so ein Lobby. Was bringt mir das jetzt so? Wisst ihr? Das ist jetzt so. Ja, wir können halt den Spielbonus mitnehmen, indem wir jetzt die Runde gewinnen. Ja, komm, wir können ja ein bisschen PDW auspacken. Komm, packen wir kurz PDW aus, gewinnen die Runde hier schnell. Ach ja. Ich liebe es einfach, diese Videos zu machen. Und ich liebe es, den Typen jetzt von hinten zu holen. Oder auch nicht. Disco, Disco, Party, Party, let's go. Er ist der Barkeeper. Wo ist der Barkeeper? Ihr könnt natürlich auch eure Waffenwünsche in die Kommentare schreiben. Leute, meine Nase, das ist abartig, wie die juckt. Ich glaube, das heißt, mein Vater hat immer gesagt, wenn die Nase juckt, gibt es entweder Geld oder einen drauf. Und ich glaube jetzt einfach mal, dass das Nasejucken jetzt für eine Triple Nuklear steht. Da brauche ich nicht mit PDW drauf zu schießen. Da schon eher. Wow, okay, gut. Das hat gefällt mir, Digga. Guck mal. Kap 40 raus. Ne, B23R. One Burst. Easy. So, kriegen wir jetzt den Spielbonus? Das interessiert mich. Wie viele Punkte kriege ich? Ja, diese Nase, das ist ja wirklich abartig. Wieso juckt die so? Alter, ich würde mir gerne so ein Nasenkratzgerät bauen. Was ich auch noch fragen wollte, ist, ich habe ja einen Fortnite Creator Code, aber ich bringe ja aktuell keinen Fortnite. Ob ihr Bock drauf hättet, dass ich den trotzdem in die Beschreibung oder so packe, damit auch die Fortnite-Spieler von euch mich unterstützen können. Wie gesagt, wenn ihr es machen würdet, dann schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht sage ich euch dann mal, wie der Code ist. Okay, gut, diese EP haben mir jetzt nicht so viel gebracht. Komm, gib mal nochmal Plaza. Plaza haben wir, glaube ich, noch gar nicht gespielt. Das ist ja wirklich, ist ja krank. Lobby-Bestenliste, wöchentlich würde ich gerne mal schauen. Hä? Ah. 3,41er KD. Prestige-Hacker, okay, es wird Zufall. Okay, ich spüre, dass Hijack kommt. Und dann haben wir schon wieder Hijacked. Und dann sage ich, was ist denn los mit dir? Ich sah den Tennis in dem Club, er hatte Koks probiert. Jetzt ist er noch ein. Oh, Standoff. Na gut, ich mag Standoff. Ja, komm. Wir packen jetzt mal ein bisschen andere Streaks ein. Jetzt hatten wir die Runde, haben wir 10.000 Mal Orbi erreicht. Komm, machen wir mal so auf ganz lustig. Mit Tarnhelikopter. Boah, Leute, es gab damals jemanden, Impact X Pascha auf dem PC 2013. Sein Kanal hieß KO Gamer King. Wenn das noch einer von euch weiß, ich küsse wirklich deine Augen. Er hat ein so geiles Live-Commentary damals gemacht. Er war Russe, er hat auch in den Videos immer gesagt, er ist Pascha Bled. Und dann hat er. Dann ist er gestorben. Einmal, er hat dreimal auf den Tisch gehauen und gesagt: Scheiße, Mann, diese blöde Drecksau, eins vor Tarnhelikopter. Und das fand ich so geil damals, Leute. Ich hatte so einen Lachflash, Mann. Bester Mann, Alter. Pascha, Mann. Warte kurz, warten, jetzt gehen. Ich wusste es. Das hat er von mir, weil er meine Videos guckt, hier der Typ. Muss kurz gucken, wo der lang geht. Kennt ihr eigentlich Pascha Bizeps? Gibt es den noch? Gibt es den noch, den CSGO-Spieler? Jo, Digga, chill mal. Brudi, er will direkt auf Turn-On gehen. Oh, das ist so eine ganz merkwürdige Lobby. Ich merke das schon. Wenn Noob Geist spielt, da weißt du schon, was dich jetzt erwartet. Ich hoffe, dass der eine Typ nicht hackt mit dem gehackten Prestige. Er hat mir das C4 halt so absolut perfekt entgegengeworfen gerade. Noch drei oder vier. Mit der Waffe ist es echt nicht so einfach, präzise zu sein. Noch drei oder vier. Oh Gott, das war dumm. Das war so dumm. Drei oder vier Level noch, dann habe ich. Alles klar. Drei oder vier Level noch. Wo ist denn der Typ? Dann habe ich Kugelweste. Endlich, ey. Okay, da unten. Da brauche ich. Das ist halt das Ding. Da braucht man mit PDW nicht zu challengen. Ja, dann gib mir mal das. Und dann versuchen wir es mal damit. Oh mein Gott. Okay. Okay, Headstorm haben wir. Wow. Wow. Okay. Das Ding ist.
Ich bin gerade nicht safe. Egal, ich hau trotzdem raus. Och nee, nein, nein, er hat eine random Nade geworfen. Hätte ich mal lieber den Tarnheli mitgenommen. Scheiße, Mann, diese blöde Drecksau. 1 vor Tarnhelikopter. Nein, ich wollte es gerade zünden. Hätte gestimmt in dem Fall. Der Spruch, ich war wirklich 1 vor Tarnheli. 9 zu 4. Ja, Digga, der Gegner ist ja nicht mal gut, Digga, dieser Black-Zocker. Ich dachte, der wäre gut. Mann, PDW habe ich wirklich seit 2013 nicht mehr gespielt. Als ich gerade eben die Klasse gemacht habe, dachte ich mir so, Digga. Ich erinnere mich halt sehr gerne an mein 132 zu 5, was übrigens auch auf Standoff war. Eins meiner coolsten Gameplays in meiner History. Boah, ich bin wirklich mit der PDW ganz schwach. Also ganz, ganz schwach. Das ist halt zum Aim. Okay, der Typ ist nicht mal so bad gewesen, aber zum Aim ist es einfach eine Struggle-Waffe für mich. So Nahkampf ist die halt geil und das Magazin ist größer als meine Zukunft, aber sonst. Bitte nicht! Oh, ich bin so durchgesprintet, ey. Okay, der Typ dreht sich jetzt um. Ehrenmänner. Hast du den hier? Hast du den? Okay, Tankstellen spawnen. Okay, come on. Vielleicht haben wir noch eine Chance auf einen Tarnheli. Drohne wurde mal wieder gegeiert. Nein, ich glaub's nicht. Hä? Nein, das Timing. Und er mit seinem Geist, Alter. In dem Spiel spielt man einfach keinen Geist. Von mir aus spielen in allen anderen Spielen, aber nicht in BO2. Warte, bevor ich den hole. Alles klar. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt noch, oder? Der Typ ist doch hier gerade hochgelaufen, oder nicht? Ja, okay, mach das selber. Ganz komische Lobby. Ganz komisch. Guck mal, ich. Also aim-technisch weiß ich nicht. Heute merkwürdig. Selbstbewusstseinstechnisch passt es eigentlich. Okay, da kommt einer. Ich glaube, er ist weitergelaufen. Nein, hätte ich den bekommen. Also dieser Splitscreener ist halt nicht so ultra bad. Boah, mit der F. Okay, Digga, er hat einen schnelleren Triggerfinger als ich. Wobei, habt ihr die FAF-Folge mit Anton gesehen? Die war schon ziemlich lecker. Die war wirklich köstlich schmächtlich. Dafür ist PDW halt nicht gemacht, ne? Für solche Szenen ist die halt einfach nicht gemacht. Und vor allem, die sind einfach nicht mal schlecht, die Gegner. Also, der hat ein Aimbot mit der FAL. Das ist die reine Freude. Den habe ich. Er musste nur noch einmal drücken. Alles klar, Digga, was passiert hier? Mein Team wird so zerschmetzelt. Wenn ich jetzt rauskomme, kommt er von rechts. Komm. Alter, wie knapp ist die Runde bitte? Kann ich vergessen. Kann ich alles vergessen mit der PDW gerade. Oh, wo ist der Wächter? Ach, das ist unser Wächter. Nevermind. Wir verlieren wirklich. Come on, Marcel, du verlierst jetzt hier nicht dieses TDM. Alter, wie er triggert, das ist ja. Okay, das ist jetzt eigentlich das Zeichen, dass wir es doch noch gewinnen. Ich lasse mir keine Runde nehmen, wo ich einen Schalldämpfer schafft, random aufhebe. Ihr seht schon, wenn man diesen AR-Playstyle hat wie ich, gerade im BO2, das ist das Effektivste, was man machen kann. Das ist gerade ein Freekill, weil er denkt, er weiß nicht, dass ich hier bin. Drohne. Sonst sind wir hier vorne. Okay, den Win zu holen ist trotzdem noch nicht geschenkt. Scharfschütze ausgeschaltet!
Nein, nein, wir verlieren. Oh Gott, Digga. No way. No way. Wobei, noch ist es nicht vorbei. Na, okay, doch. Eieiei. Also, meine Teammates 6 zu 24, weißt du selber. Aber das Gegnerteam sieht eigentlich so wack aus, ne? Das ist schon krass. Okay, Leute, wir sind ja bei 20 Minuten am PDW ein bisschen gespielt. Schreibt mir gerne Waffenwünsche in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, was hältst du zum Scorpion des Black am Start TV? Ich haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.